Genau. Kurz zur Agenda, was ich Ihnen vorstellen möchte. Eine Kurzvorstellung von der Axians ICT Austria. Kurz das Projektvorgehen beschreiben, welche Produkte und Prozesse SAP-bereichsmäßig haben wir in dem Projekt implementiert und dann noch eine kurze Zusammenfassung, was wir hier gemacht haben. Kurz zu meiner Person, Martin Brenner Name, ich bin bei der Axians für das Business Development und die strategischen Bereiche im Bereich SAP zuständig. Die Axians ICT Austria ist ein Bereich oder ein IT-Dienstleister, der von einer AI-Lösung, also KI über Hardware, über einige eigene Logistik-Applikationen, über den digitalen Workspace, das heißt Microsoft 365 beispielsweise, Homeoffice und so weiter, über Cyber Security alles abdeckt. Ein riesengroßer Teil der Axians ist natürlich der SAP-Bereich. Hier decken wir wirklich von A bis Z alles ab. Das heißt, von einer Implementierung bis hin zum Applikationsmanagement und alle Module und alle Produkte, die die SAP hier auch anbieten kann. Kurz zum Projekt an sich. Wie die Katrin und der Thorsten auch schon gesagt haben, es war ja eine relativ kurze Durchlaufzeit, ein relativ strikter Projektplan. Ja. Wir haben hier im Jänner 2019 haben wir die Anfrage von der Futura bekommen, hier bei einer Implementierung eines neuen ERP-Systems mitzuwirken. Bis dann die Entscheidung getroffen worden ist, es wird SAP und es wird die Firma Axians, die hier unterstützen darf, haben wir eben bis Mai gebraucht, um hier in der Pre-Sales-Phase und in der Discover-Phase auch da die Futura zu unterstützen und zu überzeugen, dass wir der richtige Partner sind. Womit haben wir sie überzeugt? Wir haben immer gesagt, das, was ihr hier seht bei der Präsentation, beim Pre-Sales, das sind auch die Teilnehmer, die beim Projekt dann in der Implementierung und in der Konzeptphase mitwirken werden. Das ist zu Beginn ein bisschen auf Unverständnis gestoßen, weil das gewisse Mitglieder gar nicht so gekannt haben. Das ist aber unser Vorgehen, weil wir sagen, what you see is what you get. Das heißt, wir sind wirklich schon von Beginn an dabei, hier mit den richtigen Personen auch zu sprechen. Was uns natürlich auch dazu befähigt oder ja, was uns in der Konzeptphase dann schneller macht, weil wir ja natürlich die Prozesse, die hier in der Vorprojektphase schon besprochen worden sind, mit dem Lastenheft, mit den ersten Vorstellungen schon gekannt haben. In der Konzeptphase an sich haben wir dann ein Fit-to-Gap-Analyse gemacht, ja. Wir sind mit den Best-Practice-Prozessen der SAP, kommen wir zur Futura und sagen, das ist der Standardprozess von SAP. Was ist für euch hier anders zu machen? Weil eben der Prozess es erfordert, euer Prozess es erfordert, euer Unternehmen es erfordert, hier vom Standardprozess abzuweichen. Das ist natürlich eine gewisse Lernphase für jeden Kunden, weil genau in dieser Phase, man kennt nur das alte System. Man will natürlich das alte System sehr, sehr häufig eins zu eins in das neue System bringen. Und da scheitern die meisten oder sehr, sehr viele ERP-Implementierungen daran.
dass man sich genau, so wie die Katrin auch gesagt hat, nicht darauf einlässt, Prozesse, die von Unternehmen oder von Systemen vorgegeben sind, auch zu implementieren und umzusetzen. Nach dieser Konzeptphase, die bis September gedauert hat, haben wir dann mit der Implementierung der Tasks oder der Prozesse begonnen. Und dies wurde von uns in Sprints abgewickelt. Das heißt, wir haben immer wieder uns einen Bereich vorgenommen, diesen Bereich an die Futura auch übergeben und mit der Futura gemeinsam mit den Key-Usern der Futura durchgetestet. Somit haben wir einen regelmäßigen Ablauf reinbekommen und es wurde nicht so umgesetzt, dass alles umgesetzt wird, dann fängt die Futura erst zu testen an. Nein, die Mitarbeiter der Futura haben sofort mit dem System arbeiten können und haben auch damit gearbeitet. Somit ist die Lernphase viel, viel höher gewesen. Ja. Das haben wir dann eben in drei Sprints abgewickelt, von Oktober bis Februar circa. War eine sehr sportliche Zeit, muss man auch sagen. Aber wir haben ja ein fixes Datum gehabt, wo wir live gehen mussten. Ja. Der fixe Live-Termin war spätestens der Juni. Wir haben uns zuerst auf den April geeinigt. Dadurch, dass aber genau 2020 uns der Coronavirus eingeholt hat, haben wir im März in Österreich einen kompletten Lockdown gehabt. Das heißt, unser Go Live wäre geplant gewesen, mit 1. April zu starten. Österreich war damals komplett im Lockdown. Das heißt, wir haben alle nicht gewusst, wie wir damit umgehen sollen. Und wir haben uns darauf geeinigt, den Go Live aufgrund dieser Tatsache auch um einen Monat zu verschieben. Und sind dann mit 1.5.2020 erfolgreich live gegangen. So wie die Katrin schon gesagt hat, es hat eigentlich kein großes Problem gegeben, immer wieder Kleinigkeiten, aber unser großes Ziel, das wir gemeinsam gehabt haben, was wirklich gestanden ist, ist, die Produktion muss laufen und die Auslieferung an den Kunden muss ab Tag 1 funktionieren. Sonst hätten wir in Österreich kein Obst und Gemüse in den Lebensmittelhandel gehabt. Hat ab Tag 1 funktioniert und war ein sehr, sehr erfolgreicher Go Live, den wir hier gehabt haben. Parallel dazu, dadurch, dass eben das neue Logistikzentrum bei der Futura gebaut worden ist, haben wir auch das Embedded EWM, Extended Warehouse Management, von SAP implementiert. Das heißt, wir haben hier im Jänner mit der Konzeptphase begonnen, auch wieder die Implementierung mit März bis circa Juni absolviert, eben hier in zwei Sprints, dann noch eine Testphase und sind hier mit 12.07. dann live gegangen. Da war natürlich, dass alle Prozesse waren neu. Für jeden Mitarbeiter waren die Prozesse neu, weil eben diese Kommissionierung mit Scannern und so weiter alles neu war. Aber das ist eben auch mit 12.07. dann erfolgreich live gegangen. Was war hier der digitale oder ist der digitale Weg der Futura? Wir haben 2020 begonnen mit der S/4-Einführung auf S/4HANA. In der Produktion haben wir SAP MII eingeführt für die Wagenanbindung, für die Produktionsmaschinenanbindung und für die Betriebsdatenerfassung. Das ist in dem Projekt parallel mitgegangen. 2021 wurde dann HCM, also das HR-System, auf S/4HANA eingeführt. Wie die Katrin schon gesagt hat, sie haben ca. 70.000 Eingangsrechnungen pro Jahr. Deshalb wurde es dann auch 2021 entschieden, hier Vendor Invoice Management von OpenText an das System anzuflanschen, das ja in SAP S/4HANA integriert ist.
und zusätzlich wurde dann noch Business Objects für die Auswertungen eingeführt. 2022 hat man sich denn dazu entschieden, die Prozesse müssen einfach schneller werden, gerade im Wareneingangsbereich. Und dazu wurde dann diese Einkaufsplattform SAP Ariba oder wie es jetzt neu heißt, SAP Business Network eingeführt mit den Tools Supply Chain Collaboration und dem Supplier Lifecycle and Performance, was wirklich ein Riesenteil der Futura auch ist, die Zertifikate und so weiter abzuwickeln, die kann natürlich jetzt der Lieferant an sich selbst verwalten. Und bei der Supply Chain Collaboration können wir jetzt, wenn der Lieferant schon liefert, hat der Lieferant auf seiner Palette schon das richtige Etikett drauf und wir können es sofort vereinnahmen. 2023, also dieses Jahr, wurde dann das Extended Warehouse Management auch in der Produktion eingeführt. Und wie die Katrin schon gesagt hat, vor 2 Monaten sind wir dann mit der mobilen Instandhaltung auch live gegangen, die jetzt auch auf SAP-Basis läuft. Zukünftig wird es natürlich noch weitergehen mit den ganzen Sustainability-Themen, mit dem Energiemanagement. Die SAP geht ja jetzt auch in Richtung Auswertungen weg von dem Business Objects auf die SAP Analytics Cloud. Und diese Themen werden jetzt in den nächsten Jahren auch eingeführt bzw. umgestellt. Wie durchläuft jetzt so eine Blume-Automate durch die SAP-Lösungen? Grundsätzlich haben wir hier die Bestellungen von den Tomatenpflanzen wird beispielsweise über SAP Ariba gemacht. Dadurch, dass der Lieferant eben schon seine Etiketten auf der Auslieferung drauf hat, läuft dann die Warenübernahme relativ automatisiert. Die Ware wird gescannt und wird in das SAP EWM-System, das embedded in dem S/4 Core-System integriert ist, vereinnahmt. Und somit habe ich auch da einen digitalen Lieferschein und habe keine Zettel mehr in der Produktion. Danach dieses Vendor Invoice Management von OpenText. Ich habe die Eingangsrechnung, scanne die Eingangsrechnung und es ist ein vollautomatisierter Prozess. Dieser Prozess wird teilweise eben auch über das SAP Ariba-System abgelöst, weil hier jetzt die Eingangsrechnung auch schon digital von Lieferanten versendet wird und nicht mehr eingescannt werden muss. Danach wird die Tomate reif, hoffentlich von grün, was wir im ersten Bild sehen, auf so schön rot, wie wir es hier am vierten Bild sehen. Das wird über das S/4HANA SAP Core System abgebildet. Die Qualitätskontrolle läuft auch im S/4HANA-System, aber auch mit mobilen Endgeräten. Das heißt, auf SAP Fiori, das die neue Oberfläche von der SAP S/4HANA-Lösung ist, wird die Qualitätskontrolle durchgeführt. Die Verpackung der Ware, wenn sie dann reif ist, kommt die Verpackung nach Hattl ins Logistikzentrum bzw. in die Produktion. Hier wird dann die Ware verpackt, wird gewogen. Und die Betriebsdatenerfassung und Maschinendatenerfassung erfolgt über das SAP Manufacturing Execution System, MII. Und die Daten werden an das S/4HANA SAP Core System übermittelt. Nach der Verpackung geht es weiter. Die Ware wird wieder eingelagert in das Logistikzentrum, in das Versandzentrum über SAP EWM und die Ware wird an den Kunden über SAP EWM versendet. Für die Transportdisposition ist das SAP
Transportmanagement-System, das auch im S/4HANA-System integriert ist, in einem System integriert ist, eingeführt worden. Hier läuft die ganze Transportdisposition und Transportverrechnung ab. Wir haben uns zuerst, war immer die Diskussion, behalten wir auch dieses ehemalige oder ursprüngliche Finanzbuchhaltungssystem. Da hat sich die Futura aber relativ schnell dazu entschieden, alles in einem System abzubilden, das heißt alles im SAP-System abzubilden und somit auch eine direkte Integration zu haben. Und somit haben wir auch die Fakturierung und die Buchhaltung, das heißt alle Prozesse, alle Buchungen landen automatisch im Buchhaltungssystem vom S/4HANA-System und das wurde auch mit dem Projekt gleich eingeführt. Und zu guter Letzt haben wir dann eben die ganzen Reports und Analysen über den gesamten Prozess. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder über dieses Sub-Business Objects für größere Auswertungen oder für kleinere Auswertungen, Live-Daten-Auswertungen, die im System vorhanden sind, gibt es diese Embedded Analytics, die jetzt im S/4HANA-System mit ausgeliefert werden. Was sind nun die Schlüsselfaktoren von einer ERP-Implementierung? Ich muss ganz ehrlich gesagt gestehen, ich habe die Folie vom Thorsten, die er vorher gebracht hat, eigentlich nicht gekannt. Ja, und habe meine Schlüsselfaktoren hier aufgezeichnet. Ja, und da sehe ich trotzdem noch immer, ein wichtiges Teil ist Change Management. Das heißt, die Unternehmensprozesse werden sich mit einer neuen ERP-Einführung auch ändern. Es ist nicht so, dass ich das System nehme und die Prozesse bleiben alle gleich, sondern auch die Organisation und die Prozesse der Organisation müssen sich mitändern. Und da sind wir als Implementierungspartner froh, einen Thorsten Herzberg auch dabei gehabt zu haben, der eben mit der Futura gemeinsam dieses Change Management vorangetrieben hat. Wichtig ist auch, ein gemeinsames Ziel zwischen allen Vertragspartnern zu haben. Was war unser Ziel? Wir wussten am Tag 1 der Implementierung muss die Lieferung funktionieren. Es darf nicht sein, dass eine Ware nicht ausgeliefert werden kann über das System. Es kann nicht sein, dass eine Ware nicht einvernahmt werden kann über das System und es muss produziert werden können. Das war unser gemeinsames Ziel und daraufhin haben wir auch gemeinsam mit den Key-Usern, mit der Geschäftsführung und wir als Implementierungspartner und der Thorsten Herzberg als externer Consultant auch darauf hingearbeitet. Wir hatten einen klaren Scope. Wichtig auch ist dieser 80-20-Ansatz, sage ich jetzt mal. Ich glaube, 80% aus meiner Erfahrung heraus, ich bin jetzt doch schon seit knapp 15 Jahren in der SAP-Beratung tätig, sind 80% der Prozesse in jedem Unternehmen gleich. Die sind nicht anders, ja. Und da kann ich den SAP-Standardprozess oder einen Standardprozess eines ERP-Systems nutzen. Wichtig sind dann genau diese 10 bis 20%, die einfach ein Unternehmen ausmachen. Und auf diese sollte man sich konzentrieren und diese sollte man sich dann auch genau schauen, brauche ich sie, wenn ich sie brauche. Wie implementiere ich sie und was muss ich hier im System wirklich machen? Ganz wichtig ist immer, die Unternehmen müssen offen miteinander umgehen, die beteiligten Partner, ja. Das heißt, auch der Implementierungspartner, wenn der Implementierungspartner ein Problem hat oder auch wenn der Kunde ein Problem hat,
das sofort offen anzusprechen und gemeinsam an einer Lösung zu arbeiten. Es gibt immer eine Lösung. Nur wir müssen es offen ansprechen. Und dann können sich auch, gibt es auch diese Thematik nicht, dass sich irgendwelche Probleme aufschaukeln. Ganz wichtig ist es auch, es ist kein IT-Projekt. Ja, es ist ein Unternehmensprojekt. Und dieses Projekt muss von der Geschäftsführung bis zum Mitarbeiter von jedem getragen werden. Und da muss auch die Geschäftsführung bei diesem beispielsweise Fit to Standard Vorgehen dahinter stehen. Es ist leider meistens so, dass die Geschäftsführung das vorgibt, Fit to Standard, wir wollen standardisierte Prozesse einführen, dann kommt man zum Implementierungspartner, zum Mitarbeiter und der will natürlich sein System einfach abgebildet haben. Das funktioniert so aber nicht, ja. Und da muss es klar ein Commitment geben, entweder geht man diesen Weg oder den anderen. Was auch immer hilft, ja, sind die Testfälle gleich zu Beginn des Projektes zu haben. Dieser klare Scope, ja, was erwarten wir uns vom System? Was muss funktionieren? Welche Testfälle oder welche Prozesse müssen durchgespielt werden können? Das ist auch ein Learning, sage ich jetzt mal, aus meinen bisherigen Projekten, die ich da Ihnen einfach mitgeben kann. Somit bin ich schon am Ende meiner Vorstellung und gebe zurück und sage danke für die Aufmerksamkeit.